Rigi Talk. Herzlich willkommen hier auf der Rigi. Heute wieder ein kulinarischer Talk mit mir und Gästen aus dem Chalet Schild auf der Rigi. Heute zu Gast habe ich den Friedrich Füssenich, den CEO von der Rigibahn und einen ganz guten Freirider. Und darum haben wir ihm noch ein bisschen Schnee gelassen. Auch für ihn haben wir wieder einen Überraschungsgast. Und Anja, hoi Anja, ist auch wieder dabei. Anja produziert die Sendung und ist hinter der Kamera. Hoi. Hoi. heute zu essen. Ich weiß nicht, was hast du gedacht? Ja, was hättest du Lust auf Spinatsuppe mit so einem Gorgonzola-Knödel? Und dann könnten wir noch, es wird langsam Frühling, einen Spargel-Muffin machen. Und das, was du immer so gerne hast, das Himbeergeschlabber. Das tue ich euch auch verraten, wie man das möchte. Immer ab dem ersten Donnerstag im Monat auf YouTube und Facebook der Rigitalk. Und wenn du einfach hören willst, dann kannst du auf Spotify unter dem Rigitalk den Podcast abonnieren. Los geht's! Also, dann gehen wir. Bist du schneller dort? Ja, mit deinen Schuhen bist du nicht so schnell dort. Sonst habe ich immer gut Schuhwerk. Ich möchte auch nicht springen. Hallo, du bist der Rigi. Ciao, Frederik. Hey, Paul. Schön, bist du da. Danke. Bitte. Merci. Hocken wir ab. Schön, bist du da. Danke. Jubiläum. Ja, Jubiläum. Jubiläum, also für dich auch, oder? Nein, für mich nicht. Aber du hast ein Jahr Rigi geboren. Ja, aber das ist mein erster Podcast auch. Das ist noch kein Jubiläum. Das ist eine Geburtsstunde. Das ist die erste Podcast? Ja. 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 Meine auch. Du herzig. Meine mit dir auch. Ja. Ist das mein Geburtstagsgeschenk? Das ist dein Geburtstagsgeschenk für die Rigi. Ja, sehr gut. Wir sind froh, dass du da bist. Ich auch. Weil seit du da bist, hat es Schnee. Ja. Hast du ein paar Schneekanonen mitgenommen auf Engelberg? Ja, ich habe eigentlich dem Team versprochen, dass wir einen guten Winter bekommen. Aber ich kann es, glaube ich, irgendwie zu gut jetzt fangen. Ist es wäre schön, wenn der Frühling würde kommen. Aber es war ein sensationeller Winter. Ja. Ja, haben wir wirklich noch nicht so erlebt. Und du bist freireiten auf der Rigi. Das ist im Fall wunderschön. Ich wollte es nicht glauben. Dann habe ich noch meinen Kollegen, den Johann, der kommt aus Schweden, ist immer die Saison durch zu Engelberg. Und dann haben wir spontan abgemacht, dann sind wir freireiten. Und der ist auch viel zu Norwegen unterwegs und hat sich da daheim gefühlt. Das ist, hat er gesagt, wie Fjordskiing. Wie Fjordskiing. Ja, und ein paar schöne Bilder gemacht. Und es ist wirklich der Rigi. Ja, also do not underestimate. Das ist wirklich. Wenn es genug Schnee hat, ist das natürlich etwas ganz Grossartiges. Und das Licht und alles. Wenn es auch gut bereicht. Ja. Ja, und ich finde es, also ich meine, ich habe von Team Freeride ein paar Bilder gesehen und das ist einfach, ich finde es wahnsinnig schön. Du hast den Powder und hinten aber hast du einfach den See und die anderen Berge. Ja. Wenn die Aussicht hast du in England eigentlich nicht gehabt. Nein. Ich glaube, das ist auch die grosse Faszination von der Rigi. Das ist der Berg und der See und das, die zwei grossen Elemente und wie die miteinander spielen und mit dem Winter und danach noch mit der Sonne, die danach hinten dran ist. Das ist touching. Das ist wirklich cool. Ja. Also ich muss ja auch zugeben, ich bin jetzt im sechsten Jahr da und ich habe die Rigi richtig gerne bekommen. Bin in Luzern Kriens aufgewachsen, da war der Pilatus der Berg und jetzt sehe ich den Pilatus, aber die Rigi, also die hat schon die Königin verdient. Ja, ich glaube, das ist so, nicht auf den ersten Blick, aber ich glaube, wenn man ein paar Mal drinnen ist, dann hat sie eine unglaubliche Magie. Und also ich bin jetzt weiter weg von einem Esoteriker, aber sie hat einfach gute Vibes. Und das ist schon wirklich, muss ich auch sagen, die Liebe wird immer grösser. Das Bier? Ja. Ich denke, du fragst gar nicht mehr. Ja, Gastgeber eigentlich. Ja, auch, ja. Und ich glaube, wir stoßen. So lange habe ich noch nie bei dir warten müssen. Wir stoßen mit dem Rock 7 an. Ja. Das Jubiläumsbier. Ja. Vom Andreas Brandt. Ist ja noch nicht lang, gibt es das auf der Rigi. Und jetzt sind wir stolz. Dürfen wir zusammen anstoßen mit der Lok 7. Viva. Viva. Zum Prost. Mhm. Mhm. Fein.
ich meine, die Frage hast du schon 100 Mal gehört. Von Engelberg auf Trigi, dann hat man irgendwo in der Presse hat man mal geschrieben, ist jetzt das ein Abstieg, ist das jetzt ein Aufstieg und so. Aber ich glaube, du bist mit Herzblut hergekommen, das merken wir auch. Das ist eine richtige Freude, was da läuft. Aber was hätte ich bewogen, auf Trigi zu kommen? Ja, es war, glaube ich, eher eine Entwicklung. Nach 10 Jahren Tourismusdirektor hast du gedacht, ja, ist es das oder ist es das nicht? Ich war eigentlich gar nicht aktiv auf der Suche. Ich bin dann nachher von einem Jobhunter angefragt worden und dann habe ich mich, ich habe vorher wirklich, es war wie eine andere Welt gewesen. Und dann nachher habe ich mich dann angefangen zu informieren, auch über die Projekte, die anstehen. Und dann war es eher noch so ein bisschen betriebswirtschaftlicher Gesichtspunkt gewesen. Hat eine tolle Entwicklung gehabt, die ganze Geschichte, die dann nachher mit dabei war, das Potenzial, dort dann etwas bewirken können. Und das war mehr so die Kopfebene, um zu sagen, mal, ich gehe noch einen Schritt. Aber so richtig verstanden, was Trigi ist, ist dann nachher eigentlich erst, als ich dann nachher vor Ort war. Auch meine Familie, die eine total emotionale Bindung dann nachher zu dem Berg aufnehmen konnte. Das Faszinosum Rigibahn mit all ihren verschiedenen Geschichten, die Leute, die dort sind. Danach noch ein bisschen Gastronomie danach mit dazu. Die Leute. Das ist jetzt schon auch wirklich, muss ich sagen, die Leidenschaft ist eher gewachsen. Und es fühlt sich absolut am richtigen Ort an. Engelberg wird immer Heimat bleiben. Meine Mama ist dort. Mami ist eine Engelbergerin, eine Verwandte dort. Und das bleibt. Aber Trigi ist wirklich ein toller Ort. Und es gibt noch einen Haufen zu tun. Und es war sicher noch ein spezieller Start in dem Sinn. Der erste Arbeitstag war der Tag des Lockdowns. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir gut aus dem rauskommen. Und freue mich jetzt eigentlich auf die nächsten Jahre, da dürfen zu wirken. Das ist wirklich ein Privileg. Wir waren mal zusammen auf dem Kulm und das war ziemlich am Anfang, als du da warst. Und dann hast du fast auf Bochum zu meinem Vater geschaut. Also hast die Weite gesehen und ich habe gemerkt, es ist nicht der Einzige. Als ich das erste Mal dort oben gestanden bin, war ich auch völlig fasziniert gewesen. Ich habe immer das Gefühl, Pilatus ist der einzige Berg, den man irgendwo sieht. Aber dass man die Weite in der Rigi wahrnehmen kann und geniessen kann, das ist das Privileg, das wir hier arbeiten, oder? Absolut. Und es ist auch eine gewisse Uniqueness dabei, das Solitäre danach mit dazu, das Liebliche. Aber es ist sicher, ich meine, klar, du musst auf dem Kulm sein, aber auch das ist ja nicht nur ein Gipfel, das ist ja wirklich die ganze Region. Und dann laufst du wieder und dann kommst du zum Wald raus und dann bekommst du hier das Augenwasser. Du hast das hochalpine Panorama, aber du hast auch die Weite danach mit dazu. Also da der Urs Galliker, der da ja sehr stark engagiert ist, der hat das als Weltwunder hat die Rigi definiert, auch geologisch und all das, mit diesen Blumen. Und, ich meine, da könntest du jetzt noch ewig referieren, aber es ist schon noch, es ist wirklich ein total spannender und schöner Berg, das stimmt. Urs Galliker pro Rigi-Präsident. Richtig, genau. Genau. Geniesser bist du auch? Ja. Hast du Hunger? Ja. Gut. Ich habe eine Spinatsuppe gemacht. Mit einem Gorgonzola-Gnocchi. Okay. Ist gut? Ja, die Gorgonzola-Gnocchi hören sich spannend an. Aber bin gespannt. Wie wir das gemacht haben oder wie du die daheim kannst machen, das siehst du im folgenden Einspieler. Hallo, was machen wir heute? Es hat Spinat, es hat ein bisschen Gorgonzola und es hat Hötöpfel. Es gibt eine Spinatsuppe mit Gorgonzola-Knödel, liebe Bayern. Entschuldigung. Dazu brauchen wir Spinat, mehlig kochende Hötöpfel, Gorgonzola, Mehl, ich habe glutenfreies genommen, ein bisschen Knobli und ein bisschen Olivenöl. Legt los! Für die Suppe tun wir im Olivenöl in einen grob knackten Knoblauch andünsten und dann
tun wir schon unseren Spinat drin. Kennt ihr ja, Spinat geht ja dann einfach zusammen. Wenn er so schön zusammengeht ist, tun wir ihn mit Bouillon ablöschen. Denn wenn er so zusammengeht ist und Bouillon am Kochen ist, dann tun wir unsere gewaschenen, geschälten, geschnittenen Hörnöpfel drin rein und tun die jetzt hier köcheln, bis die schön mehlig sind, dass wir es nachher nur noch pürieren können. Dann unsere Hörnöpfel schälen, würfeln und im Salzwasser kochen. So, unsere ausgekochten Herdöpfel tun wir jetzt hier in unsere KitchenAid. Dazu Gorgonzola. Das ist aber kein Gorgonzola, weil der Franz Toni auf der Rigi macht den Gorgonzola und aus rechtlichen Gründen dürfen wir gar nicht Gorgonzola nennen. Also ist es einfach besser als Gorgonzola. Dann nehme ich Mehl und ich habe jetzt hier glutenfreies Mehl genommen. Glutenfreies Mehl macht alles ein bisschen kompakter. Und ja, in der heutigen Zeit gar nicht so schlecht. Und Eier. Stefan, das war doch gar nicht auf der Zutatenliste. Ups, ja. Das Rezept mit den genauen Angaben kannst du so oder so auf andersgemacht.ch abladen. Würzen tun wir es mit unserem Elblergewürz von Andersgemacht. Und jetzt ganz einfach all die Zutaten mit dem Rührer vermischen. Unsere Knödel, dass die schön rund sind. Glasselöffel. Mit dem Glasselöffel ein Portion rausnehmen und dann ins siedende Wasser rein. Ich habe ein bisschen Salz drin, da gibt es guten Geschmack. Und das Wasser darf nicht sprudeln, sondern darf einfach nur ganz leicht süden. Wenn unsere Knödel an der Oberfläche sind, dann nehmen wir sie mit dem Schwimmer raus. Dann sie leicht ein bisschen abtropfen. Unsere Hötöpfel und den Spinat mit dem Bamix jetzt pürieren. Unsere grüne, frische Suppe leeren wir in die Mitte eines Suppentellers. Legt vorsichtig unseren Gorgonzola-Knödel oben drauf. Und was sehr gut dazu passt, sind Baumnussbrösmeli. Und dass es wunderschön aussieht, noch ein bisschen Blümeli. Einen guten! So, ich habe gedacht, wenn der Rigi-Chef schon da ist, dann mache ich eine grüne Suppe, oder? Ja, Spinat gibt Kraft, ist oder? Ist das gut? Das ist sehr gut. Voilà. Sehr gut. Ist das ein Rigi-Grün? Ein recht guter, ja. Schöne Rigi-Grün. Ja, seit dem 1. April ist er ja, ein bisschen verwirrt worden. Ich habe einen Post gemacht, wo er natürlich als April-Scherz die Bahnfarbe halb rot, halb blau gemacht haben. Und ja, man spekuliert natürlich über die Farbe. Ob jetzt das jetzt eine grüne, blaue, orange oder weiss nicht, was für... für ja, meine gut. Ist gut? Cool. Das neue Rollmaterial? Ja, kommt. Kommt? Ja. Ist es schon auf dem Weg? Oder ist es, Nein, es ist jetzt noch eine Stadlerei. Sind jetzt da schwer am Arbeiten und Mitte September wird es geliefert. Und wir werden das Design, aber der 1. April ist da vorbei, bei der GV Mitte Mai wird das dann nachher sind, bringen wir wieder ein bisschen Gesprächsstoff auf die Rigi. Dann wird bekannt, wie die aussehen, dann genau. Gibt es die ersten Visualisierungen. Der Nachbar Pilatus ist schon am Montieren, gell? Ja, die werden aber ein Jahr später in Betrieb gehen. Also bei uns wird es dann nachher im März, April
22 offiziell in den Fahrplan hineingehen. Das sind 6 Zuzkompositionen und die werden geliefert. Aber das sind dann wie Unikate und da braucht man nachher noch ein halbes Jahr, bis man dann wirklich auch das BFV und Zulassung und das okay. Ganze danach und die Schulung von den Mitarbeitern. Und bei der, die Pilatusbahnen haben es schon präsentiert, aber die sind eigentlich danach ein Jahr später. Okay. Ja, ich meine, wir sind ja die Ältesten und dann sind wir natürlich ein bisschen früher dran. Und dann dürfen wir aufs Jubiläum dürfen wir, eigentlich schon liebäugeln, wie als die Bändchen nachher dann aussehen. Ganz genau. Super. Und jetzt haben wir, gell, in Vietnam hat man irgendwelche Anpassungen gemacht. Wir haben, wir mussten den Eichholz ein bisschen neu machen. Das ist auch für das neue Rahmenmaterial. Genau, das ist auch wieder so eine geniale Rigibahn-Geschichte. Das ist ein Drehkreuz, wo 3 Gleise drauf sind. Mhm. Und das gibt es nirgends auf der Welt. Das ist nur bei der Rigi. Und das ist wieder so ein Unikat, das dort gemacht worden ist, wegen dem neuen Rollmaterial. Und ja, das, ich glaube, das ist auch so ein Faszinosum, dass wir das anbringen. Und auch unsere Mitarbeiter, die, das ist cool, oder? Jetzt haben wir wieder etwas, was nur wir haben, oder? Super, das war ja schon früher so gewesen. Mit der Lok 7 war es Lok 7 ist die erste Dampf-Zahnrad-Lok gewesen, oder? Genau, mit stehendem Kessel. Mit stehendem Kessel. Ja, ganz wichtig. Und die kommt wieder, die Lok 7, die ist am Renovieren. Ich habe sie letzte oder vorletzte Woche dürfen schnell anschauen. Mhm. Da geht es, glaube ich, gut. Ja, wir haben... Ist dann Kurs. Genau, wir haben jetzt gerade gestern haben wir vom BFV die Betriebsbewilligung bekommen für ein 147 Jahre altes Gefährt auf unbestimmte Zeit. Also wir sind jetzt der TÜV, weiß ich auch nicht. Okay, ja. Auf unbestimmte Zeit? Ja, ja, ja. Also super. Wir können eigentlich theoretisch noch lang. Es ist ja vom Verkehrshaus ausgelehnt, mal für 3 Jahre und mal schauen. Aber jetzt, nein, das kommt. Aber ich merke, du bist Feuer und Flamme gegen für Bahn oder nicht gegen Bahn. Bist du als kleiner Bub schon Bändler gewesen? Ja, ich glaube, als kleiner Bub Fußball und Pistolen sind da glaube ich meine grossen Leidenschaften gewesen. Aber es ist natürlich schon so, wenn wir unsere Leute sehen, wie mit was für einer Leidenschaft und wenn man dann nachher die Geschichte von dieser Bahn sieht und jetzt haben wir wieder 2 Triebwagen, die kurz vor der Million Kilometer nachher sind und bei uns ist alles noch mechanisch, oder? Da ist noch nichts so mit elektrisch und die Synergie und die Freude von diesen Lokführern oder dem Depot und das ist schon noch etwas Einmaliges. Das habe ich am Anfang auch nicht so recht gecheckt. Also, und darum ist natürlich jetzt auch der Bruch, das modernste Rollmaterial, das wir jetzt im Einsatz sind, ist aus den 80er Jahren. Und jetzt katapultieren wir uns ins 21. Jahrhundert mit dem neuen Gefährt. Oder? Das macht die Rigibahn sicher aus, dass man Lösungen findet, dass man selber, und ich sage, unsere Depot-Mitarbeiter, ich meine, die schrauben da im Zug und nachher fahren die den. Und das ist ja, die kennen jede Schraube auswendig. Die kennen jede Schraube auswendig. Vorname und Nachname. Und das ist ja wie Märklin für Grosse. Ja. Oder? Also, und danach halt auch das Gespür, wie, wo, was, aber auch die Sorge und die Verbindung, die sie haben und das Freude an dem Arbeiten, das ist schon, das, ja. Ja, die haben ja auch wahnsinnig Freude, wenn es viel Schnee hat. Ich war mal dabei, wo die mit dem Schneeräumungszug, das ist ja wahnsinnig, wie die mit dem Schnee nachher das katapuliert, das ist Zeug raus und das, also ich möchte nicht dort runterkommen. Das ist faszinierend zu schauen, wie die Schnee rauben. Unsere Schneefräse ist Baujahr 1974, das ist mein Jahrgang. Und ich bin auch mitgegangen und das ist wirklich auch, wir haben richtig viel Schnee gehabt. Und danach hinten dran, es ist vereiset und es blitzt und donnert und danach fast, du bist hier vorgekommen wie in einem Julien Verne-Film, wo Reise zum Mittelpunkt der Erde. Und auch das Teamwork, das die dann nachher machen. Und dann sind wir nachher noch vorne drauf gewesen, wo wir dann die ersten nach 2 Tagen auf dem Kulm oben waren. Und wir haben uns alle nur angeschaut und gelacht und haben gesagt, leck, haben wir einen geilen Job. Also, gut, ich habe nicht viel geholfen dort, aber das ist schon, und dann, ja, nein, das ist, also auf der einen Seite, super spannend. Auf der anderen Seite, als Betriebswirt, um so eine Zahnradbahn durch den Winter zu betreiben mit der ganzen Schneeräumung,
hat schon, dass sich die Seilbahn durchgesetzt hat, macht schon irgendwo Sinn, oder? Definitiv. Aber ja, es ist und es wird gelebt und, ja. Und das ist sicher toll. Ja. Aber es war sicher ein anspruchsvoller Winter für die Leute. Also, okay. Und es ist dann auch wirklich Bütz. Also es ist nicht nur lustig und alles von Hand ausschaufeln und so, das sind lange Tage. Das ist richtig ja. Arbeit. Und ich merke, du bist mit Herzblut auch vorne dabei. Ich hatte einmal einen Gast gehabt, der bei mir übernachtet. Und der hat mir gesagt, ein ganz netter älterer Herr, Entschuldigung, hat ihm geholfen, in den Zug einzusteigen. Und er hat den Namen von dem Herr auf der Jacke gelesen und hat ihn gegoogelt und hat dann gemerkt, dass das der Herr Füssenich war, dass das der CEO ist, der ihm geholfen hat, in den Zug einzusteigen. Und hat dann noch gefragt, wo geht ihr durch? Und hat dann noch gesagt, ja, das ist ein Gruß im Stefan. Das ist für mich, als ich das gehört habe, ich sage, wow, der Frederik ist so nah, du führst auch deine Leute relativ nah. Also, du kennst deine Mitarbeiter, es sind mittlerweile 240 Mitarbeiter, oder plus einmal. Du bist beim Schneeräumen auch schon mal dabei gewesen, du kennst die Bahn. Was hast du in dem Jahr, wo du jetzt hier bist, noch nicht kennengelernt? Ein Haufen. Und du lernst auch immer noch mit dazu. Ich bin im Betriebswirt, bin eher aus dem Marketing raus. Und auch jetzt heute mit dem neuen Seilbahn, das ganze Bauprojekt, die extrem vielseitig. Das, wo ich unglaublich Freude hatte, du kannst etwas bewirken und du kannst etwas schaffen mit dem Team. Und wenn man im Tourismus schafft und du keinen Gastgeber hat oder keine Freude an den Leuten, dann bist du einfach am falschen Ort. Genau. Aber der Spirit ist eigentlich schon in dieser Unternehmung drinnen. Also, ich finde, wir haben eine gute, also eine sehr gute Gastgeberkultur. Sonst bei den Bergbahnen spürt man das manchmal schon nicht so. Aber es ist halt die Freude am Arbeiten, die man dann nachher halt den Leuten nachher auch weitergeben. Aber das ist, ich glaube, das ist das A und O. Ohne den Mindset funktioniert alles nicht. Also, klar, du musst schauen, dass du pünktlich bist, aber du musst die Willkommenskultur, die muss gelebt werden. Und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Also, das ist schon zum Teil in der Firmenkultur drin. Ja. Jetzt hast du vor einem Jahr angefangen. Vor einem Jahr waren wir mitten im Lockdown. Du hast die Asiaten gar noch nicht erlebt auf dem Gipfel. Ja, von Engelberg so. kenne ich das Segment durchaus, ja. Aber das ist so, ja. Hast du das Gefühl, die kommen gerade wieder? Oder bewirkt das jetzt irgendetwas, dass wir in eine andere Richtung anfangen zu denken, in einen nachhaltigen, nachhaltigen Tourismus hinein? Was denkst du, was macht Rigi anders als andere Destinationen? Wir müssen ja sagen, wir haben irgendwie 60-40 vorhin gehabt, also irgendwie 60% Schweizer und 40% Ausländer. Bei Engelberg war das ein bisschen anders gewesen. Und haben jetzt im Sommer dann auch gemerkt, dass wir sehr viele Schweizer Touristen auch wieder hatten und so. Ich glaube, es ist auch Glück gewesen, oder einfach gut vorausdenkt, dass man in dieser Strategie drin war. Aber ich habe das Gefühl, geht es eher jetzt mit 60-40, 70-30, 80-20 oder gehen wir retour auf die 80-40? 60-40. Das sind im Gottes Namen zum Teil natürlich philosophische Gedanken, wo man sich diesbezüglich machen kann, wie the new normal danach noch soll aussehen. Im Endeffekt wissen wir es alle nicht. Ich glaube, das Reisen als Grundbedürfnis auf dieser Welt ist rum und das ist ein wunderschöner Ort, wir haben darüber geredet. Und dass nicht nur Schweizer auf die Rigi reisen, sondern das war in dieser 150-jährigen Geschichte danach in dem Sinne auch gewesen. Aber die grosse Frage ist halt, wie willst du, durch den Stopp hast du die Möglichkeit zu definieren, wie willst du wieder wachsen. Und ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir wirklich immer schauen, dass wir der Schweizer Gast, wir sind ein Schweizer Berg und dass das unser Hauptsegment muss sein. Und danach ist aber auch ein gutes Beispiel, wenn wir jetzt natürlich an einem nicht so einen schönen Tag oder im März, wenn wir am 7. März zumachen und danach den Monat in dieser Übergangszeit, wenn wir dort einen Teil internationaler Gäste haben, dann hilft uns das einfach in der betriebswirtschaftlichen Rechnung drin. Wir haben
44% weniger Frequenzen, 34% weniger Umsatz im letzten Jahr gemacht. Und den Gap müssen wir machen, und damit wir auch wieder reinvestieren können und damit wir eine Qualität arbeiten können. Die Grundüberlegung, und das ist für die Strategieperiode für die nächsten 5 Jahre, heisst, Qualität schafft Mehrwert. Und vielleicht muss man auch gedanklich ein bisschen wegkommen von dem internationalen Geschäft oder von dem Schweizer Geschäft, sondern es gibt einen Gast, der das erste Mal oder einmal auf die Reihe geht und der hat eine gewisse Erwartung. Und dann gibt es den Gast, der das Ende Mal, also viel auf die Reihe kommt, und von dem muss man auch ein bisschen anfangen zu denken. Und, ich glaube auch, dass die Prognosen gehen dahin, es wird eher eine Kleingruppe geben. Der Individualtourismus wird auch bei den internationalen Gästen nachher eine größere Rolle spielen. Überlegungen sind auch richtig, dass man sagt, der amerikanische Markt ist ein spannender Markt, aufgrund von dem hohen Anteil zu Luzern. Und das sind jetzt eigentlich so Überlegungen. Und so der ganz grosse Tonus können machen, wenn wir dann internationale Gäste haben, ist halt, dass man eine gescheite Besucherlenkung danach hat. Wo man danach eher Räume hat für den Gast, der schon manchmal auf die Reihe kommt und der, der halt das erste Mal auf die Reihe kommt. Ja. Ja, ich merke, Dualität ist bei dir relativ wichtig. Also, das finde ich immer so schade gefunden. Man hat Kritik geübt auf die hunderten Chinesen oder Tausenden oder wie viel das immer die Presse gesagt hat, auf dem Kulm oben, und hat nicht realisiert, dass ganz viele Schweizer Touristen nachher dann auf dieser wunderbaren Region wandern gewesen sind. Ja. Auf dem einen Punkt eigentlich rumgehackt. Und du hast ja auch nicht nur die Rot- und die Blaubahn, also sprich, du hast nicht nur Art Goldau und Fitzenau, du hast noch 3 Seilbahnen. 4? Ja, wir haben eine Gräbelbahn, wo das Management bei uns ist, und dann noch die Luftseilbahn, wo wir jetzt halt dran sind, dass wir dort einen Ersatz realisieren. Und gerade Gräbel oder Scheidegg, traumhaft. Wunderschön, oder? Und dann noch der Panoramaweg danach dort mit. Das ist etwas, das müssen wir nicht in den internationalen Verkauf geben. Das läuft super, und das ist sicher etwas, das wir primär für den Schweizer Markt positionieren, für Familien, für Genusswandern innerhalb von dem. Und das ist ja das Schöne, dass wir ein Spielfeld haben innerhalb von dem. Wir müssen die Karten nur sauber können spielen, diesbezüglich. Genau. Ja. Und Genuss, du sprichst es an. Auf der Rigi hat es, das finde ich, etwas sehr Schönes. Also wir haben so einen Gewerbeverein mal gegründet und wissen, dass wir Gastronomen, dass jeder ein bisschen anders positioniert ist. Wir haben vom Michelin Stern über bürgerliche Küche bis zu der Pommes frites Küche, wir haben eigentlich alles. Und du bist auch ein Geniesser. Das ist wirklich fein. Wer kocht daheim? Wenn wir Zeit haben, ich. ich bin kein schneller Koch. Muss auch nicht sein. Nein. Aber meine Frau, ja gut, mit den Kindern und so. Also sie kocht auch sehr gut, aber ich koche gerne. Und ich koche gerne also am Wochenende. Und dann nehme ich mir die Zeit. Mein Schwager hat mir jetzt so ein Dreibein für die Feuerschale gemacht. Und jetzt haben wir am Wochenende Polenta über dem Feuer gemacht. Wow, ja, das ist gut. Ich habe noch Spargelmuffin gemacht. Lust? Also das ist schon sehr, sehr fein. Es war ein bisschen Frühling, ein bisschen grün für die Rigi, und jetzt gehen wir zum Spargelmuffin. Super. Und ihr daheim, Spargelmuffin, wie man es möchtet, sehen wir im jetzigen Beitrag. So, wir backen. Dessert. Schleckmul. Kein Dessert. Liebliches, ein Spargelmuffin. Wir brauchen dazu Mehl, Spargel, ich habe grüne genommen, Bärlauch, getrocknete Tomaten, geriebenen Käse, Crème fraîche, Olivenöl, Milch, Eier, Backpulver und zum Würzen Muskat und Salz. Wir schneiden den Bärlauch in eigentlich ganz grobe Streifen. Die Spargel schneiden wir in so etwa 4-5 mm Scheibli schneiden. Und die kochen hier, die behalten wir, gell? Wir tun unsere Spargel ganz, ganz kurz im Olivenöl, inklusive der Spitze, anbröteln. Stefan, kann man Spargel eigentlich auch roh essen? Frische Schweizer Spargel kannst du ganz gut roh essen, einfach die grünen.
Aber die, die von weit her kommen, die würde ich nicht mehr essen. So, ganz einfach. Alle Zutaten tun wir jetzt in unsere Mehlschüssel rein. Mehl, getrocknete Tomaten, Käse. Und ich sage, ich nehme jetzt zuerst einfach die Trockenware und dann erst die Flüssigkeiten. Der geschnittene Bärlauch und unsere Spargel. Aber hier nehmen wir nur den hinteren Teil, die Spitzli, die behalten wir noch. Und dann die Flüssigkeiten, das Öl, die Milch, die Creme Fraiche und am Schluss zwei Eier. Mit dem Knethaken verrühren wir sie jetzt verrühren und dabei das Backpulver und würzen mit Muskat und Salz. Ich habe jetzt ein Muffin-Backblech mit so Tüllen ausgelegt. Du kannst es auch einfetten. Und du jetzt die Masse in die Tülle rein. Boah, so klebrige Masse nehme ich es gar nicht gern. Tanja. Anja. Immer noch Anja. Anja. Mein Glassenlöffel. Den nennen wir bei uns im Übrigen Portionieren. Das ist gar nicht nur ein Glassenlöffel. Und das ist wirklich eigentlich ein Traumteil. Du kommst keine klebrigen Hände über. Und kannst jetzt deine Förmchen hier schön abfüllen. Den Ofen habe ich vorgeheizt auf 180 Grad und jetzt ab in den Ofen. So, aus dem Ofen retour bei 180 Grad, 20 bis 25 Minuten, sind jetzt die Schätzis hier am Backen gewesen. So, dann machen wir mit der Kelle. Du kannst hier so ein kleines Loch machen. Und dann nehmen wir die Spargelspitze, richten sie auf einen Teller anrichten und geniessen sie zusammen mit Salat. Einen guten! So, ein Spargelmuffin. Einmal nichts Süßes. Okay. Dessen geht es nachher. Das tun wir dann mit deinem Überraschungsgast essen. Der bekommt vorher noch nichts. Nein, der kommt vorher noch nichts über. Hast du eine Ahnung, wer dich überrascht? Nein. Gut, sehr gut. Also ich bin wirklich gespannt. Ja. Wunderbar. Und jetzt Spargelmuffin. Frühling. Ja. Hast du lieber Frühling oder hast du lieber Winter? Hast du das Gefühl, Trigi ist ein Winterberg oder ist es ein Sommerberg? Ja, momentan ist es noch hinter einem Winterberg. Gell? Und es wäre schön, wenn der Frühling noch fängt zu kommen. Mhm. Aber das ist genauso wie immer. Die Jahreszeiten machen es aus. Was du sicher hier noch mehr hast als bei Zengelberg, hast du halt auch noch so ein bisschen den Frühling. Und du kannst da unten statisch und danach noch Obst kommst mit dieser Blumenvielfalt und alles. Ja. Das macht es sicher nochmal speziell. Also wenn die Blumen dann da sind, dann ist das einfach fantastisch. Wenn ja. Letztes Jahr haben ja eigentlich im Lockdown die Gäste die Blumen gar nicht können richtig erleben. Wir hoffen, das wird das Jahr ein bisschen anders sein. Wir hoffen, dass wir dann Blumen den Gästen wieder zeigen können. Aber jetzt ist ja, hat es noch ein bisschen Schnee. Hm. Und dann freuen wir uns dann auf einen wunderschönen Sommerberg. Schön fluffig. Ja, gell, ist noch spannend. Mhm. Hm. Umsatz Winter Sommer, was kannst du da sagen? Haben wir mehr Gäste im Sommer oder im Winter? Ja, schon. Dann, die starken Monate sind schon Juli, August. Mhm. Dann auch noch guten September. Und im Winter müssen wir schon noch daran arbeiten. Also ich glaube, da verkaufen wir uns noch ein bisschen unter Wert. Aber jetzt haben wir das Abo gemacht, wo man gratis Skifahren kann auf der Regie. 400 Franken ein Jahresabo, inklusive Skifahren. Das hat eingeschlagen, oder? Und wir haben 25% mehr Umsatz. Oder mehr Abverkauf kann. Mhm. Ich glaube, das ist schon noch ein kleines Angebot für die Leute, jetzt nicht nur direkt um die Region herum, aber auch im Zug und in Zürich. Das ist relativ schnell draußen. Und auch das Skigebiet oder Schlitteln oder Schneeschuhlaufen und Skitüren. Und die Region bietet so viel.
Das hast du, glaube ich, schnell einmal draußen. Gerade für Familien ist es natürlich spannend. Kinder bis 16 sind ja noch gratis. Kinder sind noch gratis, genau. Ja. Genau. Ja. Also, werden wir ein Familienberg oder werden wir ein Berg für Tipsers? Oder für Tipsers mit Kind könnte man auch machen. Mit Kind zum Beispiel, ja. Genau. Ja. Also, wir haben ja, das habe ich gar nicht gewusst, wir haben relativ viele Zürcher da. Mhm. Mhm. Und Tendenz steigen, oder? Mhm. Absolut. Also wir sehen sie auf der Websuche. Wir haben jetzt also eine Auswertung gemacht mit so einem Statisten, heisst, wo du dir hochgerechnet danach auf 41% der Gäste kommen eigentlich aus dem Raum Zürich oder von dieser Seite her. Ich glaube, wenn du mich fragst, sind wir im Familienberg, sind wir im Hipsterberg, wir haben innerhalb von der Vermarktung, von der Positionierung, haben wir gesagt, es gibt Familien ist ein wichtiges Segment und dort möchten wir daran arbeiten. Und dann gibt es, das ist angelehnt an Schweizer Tourismus, den Nature Lover. Mhm. Das ist so ein bisschen der Genussmensch. Das ist nicht der, der mit der Pulsuhr nachher rechnet, wie viele Höhenmeter das er macht, sondern der lieber einmal an Charlie Hill kommt und nach einer schönen Wanderung etwas Gutes wird gegessen. Mhm. Dann haben wir den Attraction Tourer. Das ist so der erste Mal auf den Gipfel und danach mit der Schifffahrt oder danach mit dem ÖV danach das Ganze machen. Mit dem Botterbad haben wir natürlich auch wirklich etwas für Wellnessgäste. Und das sind eigentlich so die Segmente oder die Art und Weise, wie wir denken, dass wir die Rigi positionieren sollten. Mhm. Aber es ist sicher zu breit, um zu sagen, wir sind nur ein Hipsterberg oder wir sind nur ein Familienberg. Für das bieten wir zu viel. Mhm. Und wo sind wir in 5 Jahren? Ja, in 5 Jahren. Also in 5 Jahren sind wir einen Schritt weiter. Das hoffen wir alle. In 5 Jahren ist der Gipfel so, dass er eine Königin danach würdig ist. Mhm. In 5 Jahren haben wir dann hoffentlich die Verbindung zwischen Vegis Rigi Kalpat danach realisiert. Und in 5 Jahren denke ich, dass wir auch die entsprechenden Angebote danach. Im Staffel wäre eigentlich noch ein Gebiet, wo wir gerne etwas noch mehr für die Familie, klar, für die Familie danach würden anbieten. Die Positionierung vom Winter noch weiter können schärfen. Aber ich freue mich auf die nächsten 5 Jahre. Ja, ich mich auch. Und ja. Wird spannend. Und spannend wird auch, wer jetzt denn da gerade an die Tür klopft. Ja. Hast du wirklich keine Ahnung? Nein, vielleicht der Marco. Der Marco, der meint wahrscheinlich der Marco Zempf, das ist der Marketingverantwortliche und auch ein lieber Freund von mir von Luzern. Ich weiß es nicht, okay. Keine Ahnung. Okay. Aber ich freue mich auch. Ja, ist gut. Super. Die Überraschung, du! Das ist aber schön! Schön! Bist du auf der Rigi offen? Ja. Das ist schon super! Hast du vielleicht gedacht, aber das nicht, gell? Ja! Ja! Ich habe Freude! Ich noch mehr! Stefan! Hey, René! Super! Schön! Danke für die Einladung! Herzlich willkommen, René! Danke! Super! Auch dir! Ein Lock 7 Bier, oder? Lock 7 Bier, ja! Wunderbar! Zum Wohl! Zum Wohl! Stefan, René. Lieber! René, cool! Frederik? Das ist jetzt eine gelungene Überraschung. Sehr schön. René Kamer, ein bisschen ein Urgestein im Tourismus. Gründer und Papi von Railway, kann man quasi sagen, oder? Ja, das ist richtig, ja. Also, 1999 und vor einem Jahr, der gehört noch 20 Jahre, dürfen übergeben. Also mit 40, mit 30 hast du schon angefangen Railway gründen, oder? Ja, ein bisschen, das ist ein Kompliment, aber das ist schon ein bisschen später gewesen. Richtig 68 jetzt, aber wie gesagt, vor einem Jahr dürfen hören. Nach 20 wunderbaren Jahren Railway. Mhm. Und jetzt noch das eine oder andere im Tourismus und vor allem natürlich mit Herzblut bei der Rigi dabei. Du hast auch vorgängig schon ein bisschen für die Rigi gearbeitet. Ja, ich hatte das grosse Vergnügen, das Privileg, wie es der Frederik jetzt hat. Viele, viele Jahre früher, zwar 86 bis 98, bin ich in der Geschäftsleitung als Vizedirektor von der Rigi-Bahnen. Und zwar als Leiter Marketing und hatte das grosse Vergnügen gehabt, schon das 125-Jahre-Jubiläum ein bisschen mitzugestalten. Wunderbar. Und jetzt sind wir im 150-Jahre-Jubiläum, Präsident von OKA und der Sponsoring verantwortlich von OKA.
sitze ich an diesem Tisch, 150 Jahre Rigibahnen. Was erwarten wir? Ja, einfach ein faszinierendes Erlebnisjahr. Wir sind sehr, sehr glücklich, dürfen wir gemeinsam miteinander für unsere Gäste aus nah und fern, vorwiegend ein bisschen mehr Schweizer Gäste dieses Jahr, aufgrund der bekannten Situation, dürfen wir fantastische Erlebnisse anbieten. Und der erste Höhepunkt steht vor der Tür und das ist Pfingstwochenende. Ein fantastisches Wochenende, auch mit ein bisschen Einschränkungen. Und wir sind da in der freien Natur. Wir erwarten Tausende von Gästen und sind bereit. Und wir haben ja vor 150 Jahren schon gewusst, dass in 150 Jahren Pfingsten ist. Und das ist ja nicht einfach nur, weil es Pfingsten ist, sondern es ist wirklich vor 150 Jahren ist die gute alte Dame, die Lok 7, zum ersten Mal auf die Rigi gefahren. Ja, das ist ja so. Also 1873, ein bisschen später, 1871 gegründet worden von Niklaus Rickenbach, wie wir alle wissen. Und es ist natürlich schon, ja, der Tourismus hat eigentlich mit uns auf der Rigi angefangen. Und du erwähnst es, die Lok 7, die sogar jetzt ein eigenes Bier bekommen hat. Das hat der Niklaus Rickenbach vermutlich nicht gedacht. Dass er das Bier bekommt. Das Bier bekommt Loki. Und du hast erwähnt, die Lok 7 hat natürlich ist eigentlich symbolisch auch für Tradition, für Geschichte und natürlich eine einzigartige, faszinierende Gelegenheit schlussendlich für unsere Gäste. Das ist die einzige Dampflokomotive mit einem stehenden Kessel. Und wir freuen uns natürlich mit einer fantastischen Fahrzeugparade am Samstag, 22. Mai, das ist Pfingstsamstag, dann das Jubiläumswochenende dürfen zu eröffnen und die Feierlichkeiten übrigens auch hier bei dir dürfen wir feiern, 150 ja, Jahre. Es ist toll, es wird Moment viel sein auf dem Rigi oben. Und da möchte ich natürlich auch nicht nur dem Frederik danken, sondern dem ganzen UK. Das ist eine tolle Vorarbeit und da ist man mit Herzblut und Leidenschaft dabei. Und man kann sich einfach freuen. Man kann sich freuen auf ein fantastisches Wochenende über Pfingsten, an diesen 3 Tagen. Und für das Wetter werde ich noch ein bisschen sorgen. Dann. Da sind wir dir sehr dankbar, wir können auf dich zuhören. Es war ja eigentlich schon faszinierend, als die alte Dame vom Verkehrshaus hier rübergezügelt ist, auf Seeweg. Ein riesiges Medienereignis auch. Also ich bin ehrlich gesagt, ich habe das nicht unterschätzt, aber ich bin extrem verschrocken, wie viele Leute es das wirklich angezogen hat, dass die alte Dame hier reinkommt. Und das war schon mal so ein Zückerli. Ich habe das Gefühl, es wird an diesem Wochenende jeder Dampffreund auf der Rigi sein. Ja, du sagst es, es ist der 15. September, den du erwähnt hast, ja, wo wir dürfen, bei wunderschönem Wetter miteinander, mit zahlreichen Gästen, mit vom Verkehrshaus auf dem Seeweg. Es war auch früher, also so waren die Transporte damals, oder? An einer fantastischen Dienstag auf Vitznau überführen und dann jetzt ein paar Monate später schlussendlich die wieder in Betrieb nehmen. Zum Jubiläum von 150 Jahren. Also es ist Tradition, es ist Geschichte, es ist ein Symbolcharakter und hat eine Faszination. Bei aller Technik, wo wir heute drin sind, ich bin felsenfest, oder wir beide sind felsenfest überzeugt, dass das natürlich so eine grosse Attraktivität wird sein für Jung und Alt, nicht nur für Eisenbahnfans, sondern vielleicht für Jung und Alt an der Strecke an, bei den Dampffahrten, die wir anbieten. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben nicht nur die Lok 7, wir haben noch 2 andere Dampflokomotiven aus dem Jahr 1923 und 1925. Und da bieten wir natürlich immer wieder mindestens 30 Tage Dampfvergnügen und eben andere Erlebnisse, unter anderem auch Gastronomieerlebnisse, Hotelerlebnisse. Ich kann euch nur empfehlen, das Pfingstwochenende einfach auf der Rivi zu verbringen. Es hat, glaube ich, noch ein paar wenige Hotelzimmer frei und natürlich auch Tagesgäste nehmen wir gerne in Empfang. Sehr gut. Seit wann kennt ihr euch? Ja. Ja, gell? Also 150 Jahre nicht? Nein, aber eigentlich schon immer. Oder? Ja, schon immer. Ich hatte natürlich das Vergnügen, ein bisschen länger im Tourismus tätig zu sein. Oder? Aber 50 Jahre Tourismus, öfter Verkehr. Und natürlich du als Direktor von Engelberg, den Tourismus. Aber wir haben früher schon. Ja, ich denke, ja, 2001, 2002, mit 20-Jährigen. Genau, zu meinen Rigi-Zeiten und natürlich dann auch das Railway ist einer meiner fantastischen Partner gewesen. Und jetzt natürlich wirklich für mich ein riesen Vergnügen, auch ein Privileg, oder? Nach so vielen Jahren wieder dürfen ein bisschen mithelfen an dem Jubiläum für unsere Gäste. Es geht immer um Kunden, unsere Gäste dürfen mitgestalten. Und da, das ist natürlich auch mit dem René, das ist
Es ist wirklich eine Freude. Das ist auf der einen Seite eine unglaubliche Erfahrung, aber auch immer noch das Feuer und die Leidenschaft und das reine Blut, das man bei dir einfach spürt. Das ist auch wieder so einmalig eigentlich. Es macht auch schaurig Freude. Der René, der redet nicht nur gut, der macht auch gut. Der macht auch gut. Also das ist dann auch noch, das ist wirklich toll. Genau. Mega! Dann machen wir noch einen. Zum Wohl. Und nur Jubiläum, also dann essen wir jetzt Dessert, oder? Sehr Lust gern. Auf Dessert? Dessert immer. Wunderbar. Ich habe ein Himbeer-Geschlabber gemacht. Wir nennen es einfach Geschlabber, weil das passt ein bisschen da rein. Das und wunderbar. Wie als man es Geschlabber möchte, das seht ihr im letzten Einspieler jetzt. Geschlabber? Ja, Geschlabber kannst du auch Tiramisu nennen. Aber ich finde, für das Charles Schild, Geschlabber auf der Alp, das klingt geil. Und was braucht es alles dazu? Himbeere, wie es Himbeer heisst, gell? Dann habe ich Vanille angereicherten Puderzucker, Frischkäse und Rahm. Und wie man das möchtet, das zeige ich euch jetzt. Den Rahm steif schlagen. So, er muss recht steif sein und darf nicht so flüssig sein. Dann tun wir unseren Frischkäse zusammen mit dem mit Vanille angereicherten Puderzucker verrühren. Die zwei Massen tun wir jetzt einfach nur noch verbinden. Den Rahm mit einem Schaber drin rein. Und dann ganz vorsichtig drunter ziehen. Also nicht schnell und verschlagen, sondern einfach schön langsam drunter ziehen. Jetzt müssen wir das einfach die Masse in einen Spritzsack abfüllen. Chef, wenn ich den Spritzsack habe, kann man fast nicht heben. Hast du mir da irgendeinen Tipp? Ah, ja. Also wenn man das nicht so geübt ist, dann nimm einfach einen Krug oder eine Vase, wo den Spritzsack kannst du drüber hineinziehen. Und dann kannst du das eigentlich, der ist eine Handmehrführung. Und dann kannst du es ganz locker rein tun. Jetzt tun wir ein klein aus unserem Spritzsack hier rein. Und jetzt siehst du, warum also der Rahmen relativ steif muss sein, sonst purzelt er hier raus. Und dann die gefrorenen Himbeere drüber. Es ist wichtig, gefrorene zu nehmen. Auch in der Himbeere-Saison nimm gefrorene, weil was jetzt passiert, und vielleicht sagen wir auch drum geschlabbert, wenn ich jetzt den Schluss mache und nochmal die Masse drüber hineinziehe, dann tun die Himbeere jetzt hier innen verlaufen. Et voilà! So! Wunderbar! Das ist ein Dessert für uns. Geschlabber! Das Geschlabber, ja. Nein. Es ist einfach, wir können es auch Tiramisu nennen, aber ich finde Geschlabber passt da. Okay. Gute! Danke! Okay, ja. Dessert liebe ich natürlich. René, du hast schon angetönt, du bist schon beim 125-jährigen Jubiläum da gewesen, jetzt 150. Was hat sich in diesen 25 Jahren verändert? Außer das Internet? Ja, also das hat natürlich schon einen wesentlichen Einfluss. Oder selbstverständlich jetzt nicht nur. Einerseits ist das Gästeverhalten hat sich verändert, also das Freizeitverhalten generell. Und so glücklich sind wir, dass wir eigentlich gute Nachfrage haben. Also das ist mal die grösste Veränderung. Also eben die Digitalisierung, die Streaming-Geschichten, all einfach die Möglichkeiten, die man in der Freizeitindustrie generell hat, für jedermann. Und umso wichtiger ist es, denke ich, so wie auch die Rigi sich aufstellt, wie man eben die Symbiose hat von, wir sind ja das Privileg, eine einzigartige Lage zu haben, Natur zu haben. Und das hat sich nicht geändert. Das Angebot hat sich geändert und natürlich auch die Vermarktung. Also mit Sicherheit, das hast du am besten natürlich bestätigen, dass das sicher eine der grossen Veränderungen ist. Und trotzdem die Nachfrage, trotz aller Digitalisierung, die Nachfrage nach Erlebnis in der Natur, die ist eigentlich gleich wie früher. Fast noch grösser geworden von mir aus gesehen.
Und das Bedürfnis, eben der Freiheit, sie, unsere Fläche können zu geniessen, die hunderte von Kilometern von Wanderwegen, eben Nostalgie, das sind bei uns auch mit dem Modernen, auch die neuen Infrastrukturen, die wir haben. Damals haben wir wieder ein Spotabal gehabt. Schallenschild war auch ein bisschen anders. Also ja. Die Nischensachen, die wir hier haben, das macht eigentlich von mir aus gesehen auch die Vielseitigkeit aus. Und da ist man auch mit der Zeit gegangen, wirklich auch, was man auch, was sich auch auszeichnet, die Bedürfnisorientierung, oder? Die hat man sicher erkannt und gut angepasst, jetzt auch von Seiten der Rigibahnen, auch in der Zusammenarbeit mit den Partnern vom Rigi selber. Genau, und das Nostalgische ist geblieben, die Lok 7 kommt wieder, und wir reden nachher noch ein bisschen über die Lok 7. Vorher können wir uns noch verabschieden von unseren Leuten am Fernsehen oder am Laptop und dort nachher noch weiterreden. Das, was wir weiterreden, das könnt ihr auf Podcast auf Spotify schauen und die anderen einfach den YouTube-Kanal oder Facebook und einfach alle Kanäle abonnieren und dann beim nächsten Talk wieder dabei sein. Und ich freue mich auf den 3. Juni. Am 3. Juni ist mein Singlehrer da, der Martin Löffel. Und für ihn haben wir auch einen Überraschungsgast. Auf das freue ich mich ganz extrem. Der Martin ist aber vorne schon da. Am Pfingstwochenende macht er Krach mit seinem Kettlefood bei mir im Garten am Jubiläumsfest. Und dann kochen wir den Käsekuchen, den legendären Käsekuchen und ein Quinoa-Tartar. Und weil der Martin ein Basler ist, machen wir ein Basler Leckerli Parfait. Extra für ihn. Also, wieder einschalten, abonnieren. Danke vielmals. Tschüss zusammen.